Ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Gegen Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland, in Hessen, in Frankfurt gehen sie auf die Straße. Ein Jahr nach dem brutalen Mord an George Floyd in den USA. Ein Jahr nach dem globalen Aufschrei. Seitdem hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Wir versuchen immer noch den inneren, also diesen tief sitzenden strukturellen Rassismus in Deutschland und weltweit anzugreifen und zu thematisieren. Und dafür organisieren wir, dafür stehen wir heute hier. Wir wollen einfach nur darstellen, dass wir ganz normal zur deutschen Bevölkerung dazugehören und dass man uns nicht wegradieren kann oder ignorieren kann, sondern wir sind hier, wir werden respektiert und dies wollen wir auch politisch in den Gesetzen drin haben. Dafür geht auch Hibba Kauser auf die Straße und selbst in die Politik, um etwas zu bewegen nach den Demonstrationen, die ihr wichtig sind, um das Problem des strukturellen und alltäglichen Rassismus im Bewusstsein der Menschen zu halten. Also ich finde es total klasse, dass es immer noch Menschen gibt, die auf die Straße gehen, vor allem auch junge Menschen, betroffene Menschen. Also die Stimmung ist super und ich bin zuversichtlich, dass es so weitergehen wird, bis wir wirklich Gerechtigkeit haben. Nach dem Mord durch den weißen Polizisten in den USA demonstrierten vor einem Jahr auch in Hessen tausende Menschen, wie hier in Frankfurt, aber auch in Wiesbaden, Kassel, Marburg und Fulda. In Offenbach ruft Hibba Kauser gegen Rassismus auf, denn wie wohl alle People of Color wird auch die 21-Jährige ausgegrenzt, alltäglich. Ich erlebe nicht nur Rassismus, indem ich offensichtlich auf der Straße angefeindet werde, indem mir offensichtlich ins Gesicht gesagt wird, dass ich mich doch in mein eigenes Land verpissen soll. Also sorry für den Ausdruck, aber das kriege ich so immer wieder zu hören. Ich kriege auch Rassismus zu erfahren, beispielsweise indem immer wieder unterschwellig mir gesagt wird, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Oder irgendwelche Komplimente gemacht werden, die in der Form keine Komplimente sind, sondern mir das Gefühl geben, ich gehöre nicht hierzu. Für Offenbach hat sich in diesem Jahr etwas getan. Hibba Kauser hat sich als neu gewählte Stadtverordnete für eine hauptamtliche Antidiskriminierungsstelle stark gemacht. Die ist jetzt im Koalitionsvertrag verankert. Das ist schon echt ein großer Schritt, weil das ist wirklich das allererste Mal, dass in einem Koalitionsvertrag nicht einfach nur von Integration gesprochen wird, im Sinne von, ja, wir fordern von den Menschen, sondern es wird ganz konkret davon gesprochen, dass Menschen diskriminiert werden, dass Menschen rassistisch angegangen werden und dass wir das eben als Problem anerkennen. Unabhängige Gremien bei der Polizei, in Institutionen und in der Gesellschaft, das fordert die neue schwarze Gruppe Black Power auch für Hessen. Sich solidarisieren, mit Menschen, mit betroffenen Menschen sprechen, sich einbringen, auf sozialen Netzwerken Beiträge teilen, ja, mit betroffenen Menschen einen Diskurs führen, ja, auch verstehen, seine Position in der Gesellschaft verstehen, seine Privilegien anerkennen, um somit den strukturellen Rassismus in Deutschland anzugehen. Der Weg ist weit zu einer Gesellschaft ohne Rassismus. Die Betroffenen kämpfen für diese Gerechtigkeit, denn, so ihr Slogan, ohne Gerechtigkeit kein Frieden.